Hallo Leute, der Sass ist mal wieder auf Tour für tvnewsontour.de. Wir sind heute in Frechen am neuen Supercharger in der Nähe vom Porta. Porta ist da drüben. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 2 sind 14 und jeweils einen einzelnen Supercharger. Der ist dafür da, dass man quasi mit einem Hänger, also Model X mit einem Anhänger hinten dran, laden kann, ohne den abzukoppeln. Alle neueste Technik mit 250 Kilowatt, alle mit CCS-Stecker. Man muss quasi einen Adapter haben, wenn man ein altes Model S hat. Und die neueren haben ja alle CCS, da brauchen wir es nicht. Interessant noch zu erwähnen, hier gibt es verschiedene Schranken. Einmal hier vorne, die ist jetzt auf. Ab 20 Uhr soll sie zu sein. Irgendwo habe ich in einem Forum gelesen, dass diese Schranken dann irgendwie mit dem Code zu öffnen sein sollen, die im Tesla Navi hinterlegt sind. An der einen Einfahrt ist doch ein Zahlenschloss und wie man hier sieht, kann man da abends rausfahren, geht die Schranke automatisch aus und wenn man andersrum ranfährt, kann man in das Zahlenschloss die Kombination eingeben, die im Tesla Navi ist und dann kommt man auch abends in den Supercharger in Frechen rein. Das war die Info, die der Hausmeister mir gegeben hat. Drüben wird um 20 Uhr zugemacht und hier kann man, wie gesagt, rausfahren, Schranke geht auf. Wenn man reinfährt, Zahlenschloss, Code eingeben, Schranke geht auf. Es sind 7 Stück in zwei Reihen, also mal 2 sind 14 und ganz oben, wo jetzt der schwarze Tesla steht und einmal hier unten ist jeweils einer, wo man einen Tesla mit Anhänger dran hinstellen kann und laden kann, ohne dass man ihn abkoppeln muss. Gute Sache eigentlich. Ja, Tesla baut ja momentan überall neue Ladestationen und Frechen ist jetzt der neueste Streich und in Köln soll noch einer hinkommen, 15 Kilometer hier von weg. Schön hier zu sehen ist, dass, wie gesagt, sind einige Sachen, Porta, drüben ist Burger King, da hinten ist McDonald's, auch fußläufig, dann gibt es hier noch hier vorne Subway, dann hat man hier, wenn Corona es zulässt, ein Küchentreff, wo man sich umschauen kann und diverse Läden, wo man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Just go ahead, go and catch me, baby. Ooh.